Weiter geht's hier auf dem World Club Dome Winter Edition. Immer noch das Jahr 2024, immer noch mitten in der Nacht am Freitag. Die Stimmung ist, glaube ich, sehr gut. Ich habe gehört, es ist schon sehr voll an den Bühnen. Das finde ich sehr schön. Bei uns ist es aber noch relativ entspannt. Ich habe zwei neue Gäste am Start. Und Pia, bitte stell dich doch mal vor. Wer ist hier? Ja, hi. Ich bin Sophie. Und ich bin YouTuberin. Du bist YouTuberin? Ja. Welchen Namen denn? Wie kennt man dich? Sofodo. Obwohl die meisten einfach sagen Sofodo. Das ist falsch. Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ich habe natürlich hier ein bisschen Infos und kenne dich auch. Und ich habe auch ein Briefing bekommen. Dachte, ich glaube nicht, dass sie einfach nur Sofodo heißt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Am schlimmsten, Revi nennt mich immer, oder habe ich in seinen Videos Softoff genannt. Das finde ich ganz schlimm. Oh, ich habe das aber auch genauso übernommen. I know. Alle nennen mich Softoff, aber nee, eigentlich mal Sofodo, aber whatever. Was machst du für Content? Ich habe eine Dating-Show, I guess. Aber ja, so auf real sozusagen. Also echt Dating. Ja. Okay, ich verstehe. Okay, red nicht weiter drüber. Aber es ist gut. Es geht auch schon um Gefühle. Das kann man so sagen. Ja, natürlich. Alles geht um Gefühle. Und Klamotten, muss man sagen. Okay, dann würde ich jetzt einfach Sophie sagen. Ja. Und da gegenüber sitzt mir noch eine Person. Yes. Grüß dich. Ich bin die Anna Gazanis. Ja, hallo Anna. Und ich bin Streamerin und Content Creatorin. Okay, was streamst du so? Features, Chatting und CSGO. CS2 mittlerweile. Ah, okay. Und wie gefällt's dir? Das Spiel? Ja. Gut. Ja. Sonst würde ich sie spielen. Ja, man hat sich ja auch eine Community vielleicht aufgebaut. Deswegen kann ja sein, dass sie sagen... Nee. Ich bin zwar super schlecht, aber ich lieb's. Okay. Na, Anna ist die beste Streamerin der Welt. Aber im Game bin ich schlecht. Ja, das glaube ich. Ja, ich bin ja auch so ein bisschen bei... Das glaube ich. Nein, dass du die Beste bist, das meinte ich. Weißt du, ich kann ja nicht so schnell reagieren. Da warst du schneller als ich. Jetzt kommt das so rüber. Ich wollte nur was Positives darstellen. Versteht ihr? Wie ist es für euch hier heute auf dem World Club Dome? So, erste Mal am Start oder schon öfter mal auf dem World Club Dome gewesen? Wir hatten ja auch im Sommer die Sommeredition in Frankfurt im Stadion zum Beispiel. Oder ist es heute für euch das erste Mal hier? Für mich das erste Mal auf jeden Fall. Bei mir auch das erste Mal. Ja, übelst überwältigend. Also es ist ja riesig und halt übelst viele Menschenmassen. Aber geil. Also geile Stimmung, krasse Outfits irgendwie. Ja, die Outfits sind krass, ne? Ja. Für in der Halle? Ich dachte auch. Also viele Leute sehen aus, als würden sie hier echt ein Sommerfestival erwarten. Ja. Also ist auch nice, weil du hast hier angenehme Temperaturen. Safe. Ja, mega. Es ist echt geil. Ja, hier ist es tatsächlich, ich sitze hier relativ dick, aber langsam wird es auch warm, aber in den Hallen ist es natürlich super, super warm und ballert. Wie ist es bei euch mit Musik? Habt ihr da irgendwie einen Bezug zu? Hört ihr gerne Musik? Hört ihr viel? Keine Ahnung. Erzähl mal, einfach raushauen jetzt. Ja, Musik ist immer wichtig, aber ich bin da echt so eine richtig große Brandbreite. Also Bandbreite. Ja. Also zum Feiern höre ich eigentlich immer elektronische Musik, aber halt privat. Alles so Hip-Hop-mäßig auch und Taylor Swift wird auch rausgeholt. Ja, klar. Oldies werden auch. Ja, es wird alles rausgeholt. Da kommst du ja nicht drum umher. Ja, aber hast du irgendwie so ein Feel-Good-Song, wo du sagst, ey, wenn es mir jetzt nicht so geil geht, das geht immer klar? Also habe ich jetzt alle gefragt und es war immer eine gute Antwort eigentlich. Vielleicht gibt es auch bei dir. Boah. Das ist richtig cringe eigentlich. Eben eigentlich nicht, weil es Musik ist, weißt du? Und da geht es so um Gefühle und das macht das mal eigentlich okay. Nicht. Eigentlich finde ich, eins der süßesten Songs ever, finde ich ein altes Taylor Swift-Lied, das heißt Romeo and Juliet, I think. Oder okay. Love Story? Nee, Love Story heißt da so. Hör ich nicht. Das ist so süß, das ist wirklich einfach Romeo und Julia, das ist so cute. Von Anna direkt cringe. So. Ja. Mann. Habe ich das gesagt? Nein, höre ich nicht, hast du gesagt. Das kam direkt so rüber. Aber das finde ich doch sehr sympathisch. Ist doch gut. Das ist aber auch Musik, es ist doch komplett egal. Du hättest auch sagen können, ja, ich höre irgendwie DJ Bobo von früher, weil es auch egal ist. Ey, wenn es dir eine gute Zeit gibt, so what? Dann Scooter, ist es, hyper. Ja, ist auch geil. So kannst du auch machen. Wie ist es bei dir? Schon immer habe ich Musik gehört. Ich tanze auch super gern. Mhm. Und ich höre eigentlich fast alles, außer Schlager und Rock. Das sind zwei Musikrichtungen, die packe ich gar nicht. Weil du beide nicht magst, sozusagen. Ja, ich persönlich kann nicht verstehen, was man daran gut findet. Krass, okay. Weil Schlager ist auch noch anders als Rock. Aber dass du gerade beide sagst und du hast ja selbst. Ja, das auch sind so zwei Extreme irgendwie. Ja, okay. Aber in unterschiedliche Richtungen. Okay, was ist denn dein Favorite? Gibt es gerade einen Favorite-Künstler, Künstlerin, wo du sagst, ey, finde ich gerade richtig geil? Also All-Time-Favorite ist immer Drake oder Juice WRLD. Ah, okay. Ja, wirklich die Ecke. Ja. Ja, kann ich verstehen. So, also macht auch echt Bock. Was hast du denn für Musik? Ich bin tatsächlich auch sehr breit aufgestellt, ehrlich gesagt, weil ich es
oftmals, also früher war ich ganz engstirnig, tatsächlich leider Rock, tut mir leid, war so die Rock-Ecke. Aber dann habe ich immer gecheckt, ne, es gibt so viel Musik und so viele Genres, warum mag ich nur eine Sache? Und das, seitdem ist es irgendwie viel cooler, weil ich es auch irgendwie mag. Und ich finde auch cool, dass Leute so viel Energie reinstecken in Musik. Ich hatte eben Tesfaye hier, die machen so Hardstyle, aber wie die darüber erzählen, mit was für einer Leidenschaft sie das machen, dann da kriegt der Kerz in den Augen, weil ich denke, ja geil, ihr geht da ja voll drin auf. Und schon kann ich es gar nicht mehr schlecht finden, weil wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Und dementsprechend bin ich da auch gerade. Und Taylor Swift, hast du genannt, finde ich auch Hammer. So, ja. Sie macht halt geile Mucke. Und ich glaube, wann gab es mal so einen großen Künstler, so eine große Künstlerin? Schon sehr lange her. Ja, sie hat ja wirklich den Michael Jackson-Hype schon fast, weißt du? Das finde ich schon richtig krass. So, also von daher hat sie es auch verdient. Und ich finde das Hammer. Aber Musik verbindet uns hier. Finde ich cool, wir sind in Frankfurt. Und ich habe noch, weil ich habe ja hier auch eine Redaktion, ich habe Fragen an die Hand bekommen. Oh. Und jetzt für Sophie zum Beispiel. wie ist das Leben in einer Creator-WG mit Lisa? Ah. unordentlich. Aber richtig. Aber von beiden Seiten. Ja, okay, aber man muss, also, wenn ihr euch vorstellt, wie unordentlich eine Wohnung sein kann, das Maximum vom Maximum vom Maximum. So, man sieht den Boden nicht mehr. Das ist halt echt krass. Also, das glaube ich wirklich jetzt? Doch. Ja? Bro, es ist so schlimm. Es ist aber wirklich so auch schon ekelhaft, oder? Ja, ich bin auch nicht stolz drauf, du. Aber es ist wirklich krass. Ja, und dann halt, keine Ahnung, bei uns zumindest sind halt immer über viele Leute. Also jede Nacht schläft irgendjemand am Sofa gefühlt. Und es ist einfach, was ist irgendwie so ein Hotspot in Köln von Creatoren. Deswegen sind auch immer super viele da. Wenn sie pennt gerade bei uns, das ist wirklich so ein Ding. Und das ist deswegen, Hostel einfach. Ja, deswegen wird es halt auch so schnell unordentlich. Deswegen auch das direkte, es ist so unordentlich. Ja. Aber bist du denn eher auch ein ordentlicher Mensch? Dass du sagst, nee, eigentlich finde ich es nicht so geil? Oder ist es dir einfach mittlerweile voll egal? So, keine Ahnung. Also meine Zimmer sind eigentlich relativ ordentlich, das stimmt. Aber keine Ahnung, du kannst da nicht gegen ankämpfen. Also was willst du Kampf machen? Gegen Windmühlen, ja? Ja, es ist wirklich einfach so, du räumst so ein bisschen weg und dann übertürmt das Ganze wieder. Also eigentlich erzählst du, als wäre es super geil in dieser WG, dann hast du aber die Unordnung und immer sind Leute da. Das ist ja auch ziemlich interessant. Ja, nee, ist eigentlich auch, es ist halt sehr... Belebt. Ja, es ist nicht ein Leben für immer so. Ja, ich würde jetzt nicht keine Familie aufziehen, aber es macht Spaß. Cool. Ja, wenn immer jemand da ist, ist ja auch angenehm. Ja, eigentlich. Voll. Muss man halt ein Mensch für sein, sag ich mal. Also für mich wäre es wahrscheinlich irgendwann anstrengend, weil ich denke, ey, ich hätte jetzt auch gerne mal Ruhe. Aber wenn du dein Zimmer hast und dich zurückziehen kannst und das ist auch safe, dann ist es Ich meine, wir haben drei Etagen und ich bin unten und Lisa ist ganz oben und in der Mitte sind halt immer alle Leute, deswegen geht das eigentlich klar. Okay. Also es geht schon klar, aber ja, es ist schon sehr intens. Aber ich mag es auch. Aber wenn ihr zusammen wohnt, unterstützt ihr euch dann auch gegenseitig bei euren Videos oder ist das eher so, jeder macht so seine Sache? Ich würde schon sagen, jeder macht so sein Ding, aber natürlich holen wir uns voll viel Feedback ein oder so. Oder wenn ich irgendwelche Kontakte brauche, dann hat Lisa ist wahrscheinlich so die bestvernetzte Person in ganz Köln. Er kennt jeden immer. Ja. Das ist halt super praktisch. Oder wenn sie irgendwie Feedback braucht oder so, dann sage ich auch, was so meine Meinung ist. Also es ist halt irgendwie so, wir supporten uns, aber jeder hat auch schon so sein eigenes Ding am Laufen. Und für euch beide, also ihr habt jetzt ja auch viele Kooperationen mit anderen Creatoren und ihr trefft euch hier. Bei euch ist schon eine Freundschaft daraus entstanden, höre ich daraus, weil wenn du jetzt bei ihr schläfst oder da übernachtest, dann gehe ich immer davon aus, dass ihr euch grundsätzlich versteht. Yeah, aber ist das so, ist das leicht für euch, wenn ihr jetzt neue Leute kennenlernt, dass daraus Freundschaften entstehen oder ist das jetzt was ganz Besonderes zwischen euch? Also, dass ihr uns mal so ein bisschen mitnimmt, wie ist es mit anderen Creator, Creatorinnen so der Umgang? Ich glaube, die meisten viben eigentlich immer von Anfang an. Klar, es gibt immer mal wieder Ausnahmen, dass du dich vielleicht mit jemandem nicht so gut verstehst. Aber im Grunde sind wir irgendwie alle gleich, wir haben dieselben Interessen, man redet über dieselben Sachen. Mhm. Also funkt es eigentlich relativ schnell, würde ich behaupten. Ich glaube, wir sind halt alle in so einer relativ uniken Position so. Ob jetzt gut oder schlecht, aber die gibt es halt nicht so oft in Deutschland oder generell so. Und dann merkt man halt super schnell, dass man so die gleichen Struggles hat und die gleichen Interessen und die gleichen Ziele und bla bla bla. Und dann vibet man halt schon mal eher. Deswegen. Ja, glaube ich. Und wir sind halt auch alle keine Arschlöcher. So. Also ey, das merkt man. Cool. Das merkt man. Das ist wirklich cool. Macht Spaß, euch zu quatschen. So. Finde ich sehr angenehm. Mit dir auch. Ey, ja, Gott sei Dank. Dankeschön. du warst bei der Great Fight Night, richtig? Ja. So, was hast du davon mitgenommen? Wie war's? Ich glaube, das war bisher das krasseste Erlebnis, was ich je hatte. Also okay, wirklich, wirklich. Also die Vorbereitung 3 Monate lang, ich habe jeden Tag durchgehasselt. Ja. Und dann an dem Fight-Tag war es ein ganz
unbeschreibliches Gefühl. Also ich dachte, ich bin super aufgeregt, aber ich hatte einfach nur Bock. Also ich bin da reingelaufen und ich hatte einfach Bock. Ja, und sie won. Ja, und du warst fit. Ja. Ja, ja, hat sich auch rentiert. Geil. War geil, aber wirklich. Kampf, ey, wirklich, habe ich Respekt vor. Wirklich. Vielen Dank. Wir haben noch ein Fragenglas. Das Fragenglas hat ein paar Fragen drin, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Ich weiß nicht, warum die im Fragenglas sind, aber manchmal ist auch vielleicht was Fieses dabei. Und damit ich sie nicht stellen muss, zieht ihr einfach selber eine und dann guckt ihr einfach mal, ob ihr Bock auf die Frage habt oder nicht. Okay. Ich reichst du dir mal zu. Ja, du kannst auch einnehmen. So, und ja, also ist sie, ich weiß nicht, ob sie cool ist oder nicht, vielleicht ist sie auch ein bisschen lame, aber ey, Sophie, fang einfach an. Okay, was war der unerwartetste Ort oder Moment, an dem dich jemand erkannt und angesprochen hat? Boah, da fällt mir gerade nur eine Sache ein, ich war mit meiner Family auf Ibiza in so einem super kleinen Dorf und wir waren in so einem Café und dann kam halt so eine Gruppe kleiner Mädels an, die wollten Fotos mit mir haben, einfach auf Ibiza so, weil obviously sind auch Deutsche, ne? Aber cute. Das ist mega cute. Und meine und mein Papa hat das erste Mal gesehen, dass die Leute mich angesprochen haben. Ah. Und er dann so, was machen die denn da? Du hast einen wirklichen Job? Das macht Sinn, was du machst? Oh, das kann ich nachvollziehen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Mit den Eltern, dass sie jetzt checken, was man macht. So. Aber schöne Antwort. Ja, das war süß. Was steht bei dir drauf? Was war der letzte Song, den du in Dauerschleife gehört hast? Und es war tatsächlich Hässlich von Ailima. Bisschen heartbroken gewesen und dann Dauerschleife. Schön geballert. Bam, 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 ja, die ganze Zeit. Ging's direkt besser. Nicht unbedingt, aber es hat geholfen. Ja, okay, ja, gut, immerhin. Ja. Wo kann man euch noch am besten unterstützen? Wo kann man euch folgen? YouTube, Instagram, was habt ihr am liebsten? Dass wir noch ein bisschen Werbung machen. Anna, du fängst an. Gerne auf Twitch vorbeischauen. Ja, Twitch Prime ist kostenlos. Kompletten Namen nochmal raushauen. Komm. Anna Gazanis auf Twitch. Folgt ihr. Nee, was ist das? Abonnieren. Abo, Sub, Sub. Ein Follow wird auch schon reichen. Oder wenn ihr selber Channels habt, raiden. Immer raiden. Ja. Holt die Leute. Von mir kommt bald ein Raid rüber. Easy, kriegen wir hin. Mega. So, und bei dir? Ja, klar. YouTube am besten. Ja. @sofodo. Als Sofodo, da gerne folgen. Wird aber anders geschrieben als Sofodo. Wisst ihr? Ja. Ja, S-O-P-H. Schreibt gerne mit, Stift und Papier. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das war sehr angenehm. Es hat großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch beiden ganz viel Erfolg für dieses Jahr. Oh, und für dieses Wochenende auch ganz viel Spaß. Danke dir auch. Danke. Das war richtig cool. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke. Tschüss. Bye-bye.